So, hier sind wir jetzt. Ich probiere jetzt Variante 1, das Knoten. Dafür packe ich erstmal das hier zur Seite, drehe das Ganze hier um. Den Silberdraht, den restlichen brauche ich auch nicht. Ich habe zum Glück noch einiges übrig, also sollte ich irgendwo Scheiße bauen, ist es noch Reserve da. Ich muss mir auch irgendwas überlegen. Man sieht es, wenn ich das jetzt hier in der Mitte halte und das rechts und links drückt so ein bisschen runter, dann sind die Sammelschienen relativ gespannt. Wenn ich das jetzt aber so nehme, dann geht es in alle Richtungen. Vielleicht kriege ich das auf der Anlage irgendwie getrickst, dass er sich doch noch ein bisschen spannt. Hier haben wir halt so einen Durchhang. Mal schauen, was wird. Jetzt auf jeden Fall sehe ich schon, allein durch die Drehung, gut, ich war jetzt auch ein bisschen unsatt vom Hinstellen, hat sich das hier schon wieder nach hinten so weggestellt. Ich weiß nicht, ob Sie auf der Kamera sehen können. Es ist zum Kotzen. Und dabei will ich natürlich auch, dass diese schöne Rundung hier nicht kaputt geht. Wie soll ich das anstellen? Das sind Fragen, auf die ich bis heute noch keine richtige Antwort weiß. Ich kann jetzt auch theoretisch hier rein. Ich probiere jetzt einfach mal aus. Jetzt geht es warum überhaupt nicht. So, ich hänge das jetzt erstmal hier rein. Beziehungsweise, ich drehe es doch nochmal um. Scheiß drauf. Weil da tue ich mir dann doch etwas leichter. Ich nehme mal an, dass ich die zwei, die ich schon reingesetzt habe, ohnehin nochmal neu machen muss. Und ja. Ich gehe tatsächlich jetzt auch mal aufs dritte, von der Mitte nach außen. Und genau da haben wir das Problem. Und schon wieder fällt es runter. Die Silberdrähte, ich weiß nicht, ob das durch die statische Ladung ist. Das wäre vielleicht tatsächlich eine Erklärung, auf die ich bisher noch gar nicht gekommen bin. Es ist zum Mäusemelken. So. Ich kann das halt auch nicht zusammendrücken hier, weil sich der Silberdraht sofort wegdreht. Das ist so eine Kacke. So, rum funktioniert's. Jetzt haben wir den da schon mal drin. Aber ihr seht, ich kriege den nicht 1A zusammengedrückt, weil das sich immer so, wenn ich den jetzt zusammendrücke, der verschiebt sich so rum weg. Wisst ihr, was ich meine? Das ist zum Kotzen. Ja, mein Freund der Schraubsauger kommt wieder. Zum Glück habe ich ihn heute ausgesperrt. Der kommt heute nicht hier in den Raum. Der bleibt draußen im Wohnzimmer. Und jetzt muss ich das Ganze natürlich auch noch hinten einfädeln und jetzt, oh, jetzt fängt natürlich wieder das Geficke an. Ohne dass ich die schöne Biegung kaputt mache, bleibt doch einfach hier. Nein, nicht wegdrehen. Ich verstehe nicht, warum dreht er sich immer weg? Jetzt wieder nach oben. Er dreht sich nach oben weg. Warum tut er das? Kann mir das jemand erklären? Ich greife fest. Ich nehme ihn hier nach oben. Da ist kein großer Zug oder irgendwas drauf. Er dreht sich nach oben weg. So. Ich packe ihn jetzt mal am anderen Draht hier. Setze ihn hier drüber. Und hier nach unten will er schon wieder nicht. So, und wieder das gleiche Phänomen, er geht direkt nach oben weg. Warum? Warum? Ich kann mir nur vorstellen, dass es daran liegt, dass der Silberdraht hier rum ist. Und das ist ein ziemlicher nervtötender Aspekt. So. Jetzt haben wir immerhin mal das. Was ich jetzt probiere, ist eine Kombination aus, das habe ich jetzt spontan entschlossen, eine Kombination ich bring's irgendwann noch um. Aus der Technik
von eben und festkleben. Ja, natürlich, jetzt ist es wieder komplett raus. Weißt du was? Leck mich doch einfach am Arsch. Ich probiere es jetzt nochmal da hinten. Man kann den auch so schlecht greifen. Ich hoffe, ihr seht es jetzt auf der Kamera. Ich kann jetzt leider keine andere Position annehmen. Und nein, nicht wieder raushüpfen. Nicht wieder raushüpfen. Ich muss den jetzt hier einfädeln, hier loslassen. Wieder Pinzette loslassen. Stehen lassen. Mittig rutschen. Halleluja. Und jetzt probiere ich hier mit Klebstoff die Enden zu fixieren. Es ist eigentlich ein Kunststoffkleber. Das ist jetzt einfach mal experimentell. Bei dem hier probiere ich es auch gleich. Wie verhält sich das Ganze? Das war jetzt ein bisschen viel Klebstoff. Hier auch, aber ist jetzt so. Da war es vielleicht sogar noch ein bisschen wenig, finde ich, für meinen Geschmack. So, so ist es perfekt. Und jetzt lasse ich das Ganze einfach mal trocknen. Ich fasse es nicht mehr an. Ich gucke es auch nicht mal mehr schräg an. Bitte, 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 bitte funktionieren. Bitte. Wenn das jetzt fest wird, ich fände es saugeil, weil ich habe sonst aktuell keine andere Idee. So, genug gelabert. Ihr seht, wo die Reise hinausläuft, um nochmal eine Aufnahme herkommen. So, hier haben wir das Ganze nochmal in der Nachaufnahme. Einmal das rechte mit viel Klebstoff. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich bin mal gespannt, ob sich vielleicht auch das Silberdraht verschweißt. Ich glaube es fast weniger oder zumindest wenn, dann nicht gut. Wenn, dann müsste Kunststoff mit im Spiel sein. Und hier nochmal das Ganze mit etwas weniger Klebstoff. Sieht optisch schöner aus. Es ist einfach, ja, abwarten, was wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Sequenz wieder. So, die nächste Sequenz. Ich habe jetzt mal noch zwei weitere versucht festzukleben. Was die ersten beiden betrifft, das ist noch lange nicht trocken, aber es kommt mir schon ein bisschen fester vor. Muss jetzt auch nicht bombenfest sein, aber vielleicht hilft es, sagen wir es mal so, weil löten traue ich mich beileibe nicht. Ich glaube, man versteht, warum, vor allem bei Kunststoff. Leider ist mir der hier vorne jetzt total verrutscht, warum auch immer. Das sehe ich leider jetzt erst, wenn ich den jetzt aber anfasse. Nein, da hüpfen wir in alle Richtungen noch nicht dahin, wo er soll. Ist es jetzt halt so. Mein Gott, was soll der Geiz? Es sieht eh schon krumm und bucklig aus. Das ist wirklich ein Projekt, mit dem bin ich mittlerweile maximal unzufrieden, was die Silberträte betrifft. Also das ist das Schlimmste, was ich bisher gebaut habe. Ohne Witz. Das ist wirklich das Härteste und das Schlimmste. Da sitze ich jetzt schon seit bestimmt anderthalb Monaten immer wieder mal dran. Das jetzt komplett durchzuziehen, dahin fehlen noch drei, hier fehlen noch fünf, das wird ein Geduldsspiel, sagen wir es einfach mal so ganz höflich. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich nehme euch am besten wieder mit, wenn ich das alles hinter mir habe. Ich habe eben schon geflucht, weil einer wieder permanent meinte, er muss runterfallen. Vielleicht habe ich zu laut geatmet. Gut. Dann keine Ahnung, was jetzt wird. Ihr seht ja dann in der nächsten Sequenz jetzt. Was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, ist hier die Enden abschneiden und dort die Enden abschneiden. Daran habe ich noch nicht gedacht. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Einen halben Tag später, also beziehungsweise eine Nacht später. Und ich habe dann doch nochmal einen sehr erfreulichen Zwischenstand zu machen. Ich muss zugeben, ich war sehr, sehr, sehr skeptisch und habe gedacht, das funktioniert nie ohne Kombination mit Kunststoff. Aber wie man sieht, es ist dann tatsächlich doch einigermaßen fest geworden. Hundertprozentig vertraue ich dem noch nicht. Aber das ist schon mal ein Fortschritt. Ich habe nämlich tatsächlich auch schon mit dem Gedanken gespielt, das einfach so zu lassen, wie es da hinten ist. Ich muss mal schauen.
meine, es sieht sowieso schon aus wie Krummen und Kraut und Rüben. Das muss ich dann ohnehin nochmal spannen, in der Hoffnung, dass es einigermaßen geht, und dann ist gut. Die Enden habe ich tatsächlich bisher noch nicht abgeschnitten, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber auf jeden Fall dies nur als kurzer Zwischenstand. Ich bin dabei. Ich werde das so jetzt erstmal weiterführen. Und dann muss ich probieren. Jetzt ist natürlich wieder unscharf. Danke, liebe Kamera. Dann muss ich probieren, bei den Drähten hier diese spitzen Enden. Die spitzen Enden hier abzukappen, ohne dass ich das Ganze von der Sammelschiene hier oben löse. Das wird auch nochmal ein kleines Gedulds- und Geschicklichkeitsspiel. Ja, mal schauen, was wird. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden in der nächsten Sequenz. Guten Tag und keine Ahnung, wie viele Tage später. Ich glaube, es ist wirklich nochmal Wochen später. Es hat sich wirklich sehr gezogen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Enden abzuschneiden, und offen gestanden, ich traue mich auch bisher noch nicht so richtig. Aber ihr seht, der Wahnsinn hat ein Ende genommen. Und das erfreut mich wirklich im höchsten Maße. Es war wirklich der Wahnsinn. Ich habe da wie lange rumgemacht. Brücke für Brücke für Brücke. Ich kann euch gar nicht sagen, wie stark ich zwischendurch geflucht habe, weil diese Brücken immer wieder abgegangen sind. Wenn man von unten guckt, sieht man vielleicht auch das eine oder andere. Es ist nicht ganz gleichmäßig geworden, leider. Aber es ist den Umständen entsprechend ganz gut. Von oben betrachtet sieht man auch, dass es auch nicht ganz gerade alles nach unten guckt. Aber dafür, wie es geworden ist, ist es dann doch ganz gut. Angesichts der Umstände, dass der Fahrnitrat sich in alle Richtungen bewegt hat, nur nicht dahin, wo er hin sollte. Und das halt ununterbrochen. Ja, jetzt muss ich noch die Enden abschneiden. Da muss ich mich jetzt einfach dran trauen, in der Hoffnung, dass es nicht kaputt geht und dass dann der Klebstoff wieder bricht. Weil eigentlich ist es ein Kunststoffklebstoff und es ist ein Silberdraht. Das wird nicht die beste Verbindung sein. Es war halt nur das Einfachste, was ich jetzt auf die Schnelle wusste. Ich muss es probieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ja, ich würde sagen, das sehen wir dann in der folgenden Szene. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob man das auf der Kamera gut gesehen hat. Das war eine wirklich kranke Feinarbeit. Bis ich da auch die richtigen Drähte dann gesehen habe, da muss ich unheimlich gut gucken, wenn ich einmal den falschen Draht durchschneide.
ist halt vorbei, ne? Und ja, noch dazu, das muss ich leider gestehen. Vielleicht sieht man es ein bisschen. Ja. Naja. Jetzt, mein Werkzeug ist halt auch nicht mehr so das Schönste. Und damit dann sowas Feines hinzukriegen und sauber abzuschneiden, ist unheimlich schwer. Ja, hier haben wir das Ganze jetzt nochmal von der seitlichen Perspektive. Hier sieht man es vielleicht etwas besser. Unglaublich, aber ich habe es endlich geschafft. Der größte Wahnsinn, so hoffe ich bisher, ist jetzt durch. Den nächsten Schritt mache ich dann in einer neuen Folge. Ihr kennt das Spielchen. Bleibt gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß es selbst noch nicht. Ich muss die Anleitung dann rauskramen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Wahrscheinlich mit den Transformatoren und ja, mal schauen. Bleibt dran und bis dann.